Christmas Vereine, die dem christlichen Verein junger Männer, also CVJM, angeschlossen sind, haben jedes Jahr die Möglichkeit, an eigenen sogenannten Eichenkreuzmeisterschaften teilzunehmen. Meisterschaften, die vom CVJM Dachverband ausgerichtet werden und bei denen selbstverständlich nur Mitglieder eines CVJM-Vereins teilnehmen können. Aktuell am heutigen Samstag, den 13. Juni 2015, finden beim CVJM-Lauf in der Bitterbachhalle im Lauf bei Nürnberg die deutschen Mannschaftsmeisterschaften der CVJM-Vereine statt. Es geht also um den Titel eines deutschen Mannschaftsmeisters bei Eichenkreuzmeisterschaften, bei den Damen, bei den Herren, bei den Mädchen und bei den Jungen. Bayern ist dabei vertreten mit dem aktuellen bayerischen Mannschaftsmeister, das ist der Gastgeber hier, der CVJM Lauf, und dem bayerischen Vizemannschaftsmeister, das ist der CVJM Unterasbach, spielt hier mit Ferdinand Kisslinger. Janik Welsch, Elmar Schlank und im hinteren Paarkreuz Reinhard Steinbrecher. Auf den sechsten Mann wird noch gewartet. Titelverteidiger bei den Jungen ist Baden-Württemberg. Die Leistungsklassen sind hier sehr gemischt. Der beste deutsche Eichenkreuzspieler wurde noch nicht gesichtet. Stürze, wie sie ihn nennen. Spielt leistungsmäßig Regionalliga, zweite Bundesliga. Bei Berliner Ranglistenturnieren natürlich ganz vorne, aber auch bei deutschen Ranglistenturnieren und deutschen Meisterschaften nimmt er teil. Aber wie gesagt, vermutlich bei diesen Mannschaftsmeisterschaften nicht am Start. Er ist ja mehrfacher deutscher Eichenkreuzmeister im Einzel. Ja.